Wenn man von nachhaltiger redet, ist es nicht nachhaltig, an einem Ort sehr viele Arbeitsplätze zu haben, da Regeln nach dem Gusto der Arbeitsplatzförderung zu schaffen und aber dann bei der Wohnraumförderung eigentlich das Gegenteil zu erwirken. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sendung von Kritik am Bau, dem Webcast für Architekturkritik und Städtebau. Heute senden wir aus der Bar Rouge, hoch oben vom 31. Stockwerk des Basler Messeturms. Hinter mir liegt das Roche-Areal mit seinen imposanten Hochhäusern. Die beiden Roche Towers 1 und 2 messen 178 bzw. 205 Meter und sind damit die höchsten Gebäude der Schweiz. Der zweite Turm wurde 2022 fertiggestellt und ein dritter ist in Planung. Aktuell bieten die beiden Türme 5000 Arbeitsplätze und kosteten das Pharmaunternehmen knapp 1 Milliarde Schweizer Franken. Nicht nur über diese monumentale Architektur, sondern auch über das Verhältnis von öffentlichem und privatem Grund, Repräsentationsbauten sowie über städtebauliche Verdichtungen werden wir heute diskutieren. Eingeladen zu dieser Diskussionsrunde haben wir Jacqueline Burkhardt, Kunsthistorikerin, Sibylle Welti, Architektin und Raumentwicklerin, Regula Stempfli, Politphilosophin und Max Dudler, Architekt mit Büros in Deutschland und der Schweiz. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, diese Bauten von Roche lösen nicht nur aufgrund ihrer Höhen große Kontroversen in der Bevölkerung aus. Im kleinräumigen Basel wurde womöglich die bis heute größte städtebauliche Intervention der Schweiz realisiert. Nur schon das Areal der Firma Hoffmann La Roche umfasst in der Stadt Basel eine Fläche von rund 150.000 Quadratmetern, was ungefähr 21 Fußballfeldern entspricht. Und dieses, notabene, wird ausschließlich privat genutzt. Jacqueline Burkhardt, als gebürtige Baslerin, findest du, ist der Standort richtig gewählt für diese beiden Türme? Ja, aus meiner Perspektive durchaus. Ich lebe nicht mehr hier, aber ich freue mich jedes Mal, nach Basel zu kommen jetzt und zu gucken, wann sehe ich diese beiden Türme. Und ich habe auch große Freude, seit der zweite Turm da ist, weil den ersten fand ich noch nicht so großartig wie jetzt, das Spiel zwischen den beiden. Woher man auch immer kommt und schaut, ist es immer wieder eine andere Perspektive, ein Umriss, fast eine Landschaft, würde ich sagen. Also es ist ein Signal, was ich überhaupt nicht mit Macht verbinde, sondern ein optisches, fast eben wie ein landschaftliches Phänomen, das entstanden ist. Die Berge von Basel? Die Berge von Basel, ja. Sibylle Welti, sind das die Berge von Basel auch für dich? Ja, ja, also man sieht sie natürlich schon von Weitem und sonst sieht man nichts. Aber jetzt aus stadtökonomischer Sicht ist das natürlich nicht zwingend die Lage, wo solche Höhenentwicklungen entstehen würden. Wenn wir keine Regeln hätten, würde das wahrscheinlich um den Bahnhof hauptsächlich geschehen und nicht eben an einem Ort, wo es eigentlich nur einen Bus gibt. Also ganz klar ein Nein aus deiner Warte. Regula, siehst du das auch so? Ah, definitiv. Also ich bin Jacqueline Burkhardt und ich werden uns wahrscheinlich noch mehr streiten jetzt. Ich finde ganz klar, für mich sind die Türme globisch Architecture. Also das, was ich unter eben dieser globisch Architecture zusammenfasse. Also es ist nicht in den Ort symbiotisch eingebaut. Es ist quasi nicht verankert. Es ist auch, wenn wir die ganze Wettbewerbsgeschichte anschauen, die ja nicht stattgefunden haben, ist es auch nicht demokratisch wirklich vernetzt. Also das sind alles Dinge, die aus einer anderen Zeit der Herrschaftsarchitektur stammen. Und eben, wie gesagt, diese Türme könnten in Dubai stehen. Sie könnten in Los Angeles stehen. Sie sind also nicht quasi als ein Unikat für Basel. Globish Architecture, Max Dudler, siehst du das auch so? Können die irgendwo anders auch stehen, diese beiden Türme? Das sowieso, aber ich würde schon ein bisschen
irgendwie stadträumlich denken. Ich finde das eigentlich schon interessant, wenn Hoffmann-La-Roche meint, sie müssen zwei hohe Türme bauen oder eine dritte bauen, dann finde ich das okay. Die Frage ist, wenn man über die europäische Stadt, wie man die weiterbaut, dann müsste man halt überlegen, ob das das Richtige ist. Wenn ich die Türme anschaue, die haben eine gewisse Qualität, ist aber halt aus den 70er Jahren. Auch die Haltung ist aus den 70er Jahren. Auch die Typologie sind die aus den 70er Jahren. Und da frage ich mich, ob das so richtig ist. Aber ich finde das eigentlich schöne Türme. Aber ja, aus den 70er Jahren, also, ich finde es schöne Türme. Aber ich möchte, Moment mal, ich finde die Verdichtung mit Türmen völlig sinnvoll, wenn es möglichst viele Türme gibt. Mir geht es eigentlich darum, wenn man von europäischer Stadt weiterbauen. Es geht auch, dass man eine Dichte entwickelt. Wir müssen die Landschaft in Europa schützen. Wir können nur dichter werden. Und für die Dichte braucht es auch einen Stadtraum, wo die Leute sich treffen können, wo die Leute sich wohlfühlen, wo eine Gemeinschaft da ist, wo eine Gemeinschaft irgendwie sich auch weiterentwickeln kann. Ja. Das sehen wir ja in Bolius. Nur ganz kurz, das sind Arbeitsplätze. Ja? Also es sind nicht Wohnungen, es sind, ist nicht ja, Gewerbe. Ja, aber das ist brauchen nicht Büros. Das, wir brauchen auch Büros, wir brauchen Wohnungen. Also das könnten wir noch diskutieren, wie viele Arbeitsplätze und Büros wir brauchen im digitalen Zeitalter des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, da bin ich anderer Meinung, aber... Ja. Aber lasst uns das diskutieren. Ich finde das ein wichtiges Punkt. Ich sage Ihnen, das beste Beispiel sind Bibliotheken. Vor 20 Jahren, wo ich die erste Bibliothek gebaut habe, habe ich gesagt, Max, wir brauchen keine Bibliotheken, weil die Digitalisierung übernimmt das alles. Man kann zu Hause alles machen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen brauchen Orte, wo sie sich treffen können. Die Menschen brauchen auch Kommunikation. Und die brauchen auch Arbeit und die brauchen bei der Arbeit auch Kommunikation. Das ist aber was anderes. Bibliotheken, absolut einverstanden, Bibliotheken werden gebaut, eben um die Kommunikation, die Wissens, die Orte des Wissens zu fördern. Die Leute brauchen, auch und, die Arbeit braucht, ja. Die Arbeit braucht auch Kommunikation. Ich glaube, man muss, ich möchte nur sagen, wenn man verdichtet, brauchen wir Außenräume, die eine Qualität haben. Und ich denke mir, das seht ihr ja alle so. Du siehst das eher vom Künstlerischen her. Unter anderem. Vom Symbol. Weil ich bin mit dir nicht einverstanden, dass das nicht verwurzelt ist. Nein, du siehst das völlig vom Künstlerischen. Und wenn man das als Skulptur sieht, ja. wenn man das als Kunst und als Skulptur sieht, dann funktioniert es. Moment mal, ich weiß nicht, ob das so gute Skulptur ist, mal dahingestellt, aber ich finde, das eine Qualität hat es ja. Genau, vielleicht kurz zu dieser Qualität, Jacqueline. Eben, also jetzt als Team, die beiden, nicht im Duo, gibt es ein unglaubliches Spiel zwischen den Silhouetten der beiden. Die sind mal, überlagern sie sich und dann trennen sie sich wieder voneinander, die Gebäude. Das ist sehr spannend, das zu sehen, also spannender als die Twin Towers waren eigentlich in ihrer Form von unten nach oben. Und es hat auch etwas Beruhigendes, wie sie unten sich ausladen, also wie sie konisch nach oben gehen, weil es hat eine Stabilität. Das ist nicht dieses schwindelnden Höhen, sondern es hat diese Setzung. Ich finde, dass die Eleganz hat überhaupt nicht schwer fällig wirkt für mich. Und ich bin aber jetzt nicht einverstanden, dass du sagst, dass da keine Tradition sei oder so. Es ist stark verankert mit der Geschichte der Stadt, nicht? Also der von den den Seidenwebereien im 1500 zu den Färbereien. Von den Färbereien kam man zu der chemischen Industrie, genau. Nicht? Genau. Und Hoffmann kommt dann La Roche Ende 19. Jahrhundert und die machen nur Farm. Also, das ist ganz wichtig. Ja, Hoffmann-La-Roche, also Basel ohne Hoffmann-La-Roche ist nicht denkbar. Genau. Aber ich habe auf die Form und die Wirkung angesprochen. Und ich sehe da nicht die Textilindustrie. Und ich sehe da nicht in den Gebäuden die Textilindustrie. Deshalb habe ich gesagt, nein, das ist Architektur. Wohin es geführt hat, ist es nicht. Aber am Anfang ist dann ist es nur gebaute Macht.
das ist das, das ist ein Thema, oder? Also wenn es nur gebaute Macht ist im 21. Jahrhundert, ist es nicht mehr zeitgemäß. Wieso ist das? Das stimmt nicht. Es ist repräsentativ. Also nochmals, also das finde ich ja richtig gut, dass repräsentativ ist. Ja, aber es ist. Na? Entschuldigung. Also 21. Jahrhundert hat wirklich andere Herausforderungen als sowohl in der Kunst als auch in der Architektur, als einfach nur Repräsentation, sondern wir reden von Demokratien, also wir reden nicht von Siegerarchitektur, sondern wir sind in einem Übergang zu einem ganz anderen Verständnis von Zusammenleben, demokratisch, nachhaltigen, partizipartiven Zusammenleben. Aber und Repräsentationsarchitektur, vielleicht der Raumentwicklung noch ganz kurz. Ja, unbedingt. Ja, also es gibt ja, Jason Barr hat vier Höhen von Hochhäusern definiert, die technische, oder? Wie hoch kann ich technisch gehen? Ich glaube, da sind wir nicht an der Grenze des Technischen. Dann hat er die Höhe des Entwicklers, also was eigentlich aus der ökonomischen Sicht des Entwicklers sinnvoll ist. Und dann die Dichte der gesellschaftlichen Höhe, die da richtig ist. Und dann halt eben eigentlich diese symbolische Höhe, wo der Bauherr oder die Stadt oder beide zusammen entscheiden, dass man eigentlich über die Dichten hinausgeht, die ein besseres Gleichgewicht geben könnte. Und da stellt sich halt schon die Frage, wenn man einen Turm baut, müsste man für Büros müsste man eigentlich 4 bis 5 Türme fürs Wohnen bauen gleichzeitig, oder? Und wenn man 2 Türme hat, sind es schon 8 Wohntürme. Und wenn man nicht Türme fürs Wohnen bauen will, dann müsste man halt, wenn man einen 40-geschossigen Turm hat und nur 5-geschossige Wohngebäude bauen will, dann muss man das halt mal 8 rechnen und dann hat man für jedes Wohngebäude dann diesen Abdruck von einem Turm. Also das würde heißen, massives Nachverdichten. Genau, also wenn man entscheidet, Höhenentwicklungen zuzulassen, und das entscheidet man ja primär für Bürogebäude, oder oft für Bürogebäude. Mhm. Es gibt Hochhausreglemente, oder wo man festlegt, dass man entlang von Flüssen, entlang von Gleisen, dass man auf Firmengebieten, dass man da Wohntürme zulässt und auch weitere Wohntürme zulassen will, zum Teil auch bei Wohnhochhäusern, dass man sich da eine Weiterverdichtung vorstellen kann. Aber da steht dann zum Beispiel in der Regel 2 Stunden Schatten, also der dann aber nur das Wohnen betrifft. Oder? Und nicht die Büroräumlichkeiten. Und da wird es dann halt einfach schwierig, diese Menge an Menschen Wohnraum zu bieten. Also man sieht in sämtlichen Großstädten der Schweiz, gehört auch Basel dazu, oder hat man eine starke Entwicklung in der Beschäftigung gehabt. Das natürlich eben, der Flächenkonsum hat abgenommen, pro Arbeitsplatz in die Höhe ist man gegangen. Und Basel hat sogar jetzt beim Wohnen seit 1965 weniger Einwohnende, weil halt da der Flächenkonsum zugenommen hat. Oder? Und da, wenn man die Regeln so einseitig dann anpasst, dass man gut Arbeitsplätze schaffen kann, aber sich sehr schwer tut, Wohnraum zu schaffen, dann, ja, wenn der Entscheid da ist, in die Höhe zu gehen, dann muss man das eben eigentlich so parallel machen. Oder? Aber wenn wir das jetzt realistisch anschauen, wir haben die, ich sage jetzt mal, die ästhetische Position, die durchaus auch seine Berechtigung hat, respektive darf ein Weltkonzern sichtbar sein, der darf auch zeigen, wer er ist, würde hier mit der Verdichtung aber problematisch in Einklang stehen oder eben nicht im Einklang stehen, weil auf diesem Areal kann man nicht verdichten. Also man hat ja verdichtet, das ist ja nicht so, dass man das nicht hat. Genau, aber nicht für andere 8 Türme. Für also andere Zwecke. Ist es also deshalb die erste Bemerkung, die Sie gemacht haben? Also eigentlich sollten diese Türme beim Bahnhof stehen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also stadtökonomisch würde das halt einfach die hohe Rechtbarkeit würde halt ökonomisch dazu führen, dass man beim Bahnhof halt beim die Bahnhof höchsten Viertel. Gebäude hätte. Oder? Ja. Und also wie in Frankfurt. Man müsste das mal von der Stadtsilhouette aus beurteilen. Ich weiß nicht, ob das so, wenn man das jetzt so anschaut, ob das die richtige Stadtsilhouette darstellt für Basel. Aber also es gibt ein Hochhauskonzept und vielleicht ganz kurz, das könnten wir auch kurz eingespielt haben von der Regie. Ja, ich kenne die Hochhauskonzepte in jeder Stadt langsam in Europa.
Die haben noch nie was gebracht, nebenbei. Vielleicht ganz kurz hier, wer, hier wäre trotzdem, es ist trotzdem spannend. Ja, ist spannend. Sie 2010 hat der Kanton Basel oder die Stadt Basel auch entsprechend eine Idee präsentiert. Hier das Konzept, wir haben es auf dem Bildschirm. Das sind die entsprechenden Verdichtungsideen, wo, ich sage jetzt mal, Hochhäuser angedacht sind, hier eingezeichnet. Das steht so mitten in der Stadt, ja. Basel, ist das super. Das ist doch toll, ja. Ist das und super. Eben die Silhouette, die von wo aus gesehen? Ja, aber trotzdem, könnte man, trotzdem wenn ich das noch sagen darf, wenn Sie jetzt von heute Morgen mit dem Zug von Zürich nach Basel gefahren, ist ja erschreckend, was man da alles sieht. Diese Zersiedlung. Darum bin ich ja wirklich froh, dass man über Verdichtung redet. Wir reden schon seit 20 Jahren über Verdichtung. Aber ich finde es echt krass, Sie reden über Verdichtung und es hat nichts mit Wohnen, also nichts mit Das hat man dahingestellt. Also, nein, das geht eben nicht mehr, das sei dahinter gestellt. Das muss ein Konzept sein. Entschuldigung, dass ich da hartnäckig bin. Wir müssen Wohnen und Arbeiten in die Stadt bringen. Ja. Weil Paris hat zum Beispiel ist vieles an Image kaputt gegangen, wo die Industrie rausgezogen ist, auf gewissen wichtigen Inseln. Absolut. Und das ist auch schade, dass man die Arbeit immer denkt, man muss die aus der Stadt rausnehmen. Die Katastrophe an den europäischen Städten, ja, auf allen Städten der Welt, ist die Peripherie. Diese ausgefranste Stadtidee. Und das ist, da schaut man ja, wenn man da rausschaut in Basel, ist es genauso. Es ist alles, was man nicht in der Stadt will, tut man an den Rand stellen. Und so entsteht keine Stadterweiterung. Also und darum bin ich, wenn ich jetzt den Plan anschaue, bin ich eigentlich, der Standort ist richtig gut für diese Türme. So. Aber man hätte es vielleicht anders machen können. Also wenn wir Sibylle zuhören, ist es nicht so gut. Also, du hast ja auch theoretisch dazu gearbeitet und auch den Raum versucht weiterzudenken. Es gibt ein Konzept von dir, das die 10 Minuten Nachbarschaft so als Idee oder als Leitmotiv hat. Kannst du dazu kurz ausführen? Ja, also man hat ja schon beim ersten Tower hat man ziemlich schnell gemerkt, dass das mit dem Bus nicht so optimal ist, oder? Und man denkt jetzt über eine Haltestelle Solitude nach, oder? Die Erreichbarkeit. Richtig, genau. Oder? Und wenn man dann jetzt diese Solitude hätte, dann wären jetzt diese Towern so knapp in einem 500-Meter-Radius um diese neue Haltestelle herum. 500-Meter-Radius nehme ich als Maß, weil man oft mehr als 10 Minuten nicht bereit ist, zu Fuß zu gehen. Also kann man das als Einheit nehmen, um zu schauen, was gibt es dann in solchen 500-Meter-Radien. Und wenn ich jetzt einen 500-Meter-Radius um das Zentrum oder um die Türme setze, dann habe ich dort gegenwärtig, oder hatte ich 2015, 10.000 Beschäftigte und 5.000 Einwohner, oder? Also 10.000 genau, Beschäftigte und 5.000 Einwohner. Genau, der Badische Bahnhof ist dann noch etwas in die Richtung, oder? Oder also diese Zahlen sind, glaube ich... Und eigentlich, oder eine 10-Minuten-Nachbarschaft, wie ich die Indikatoren dazu erhoben habe, hat man im Hotelquartier ohne irgendwelche Hochhäuser, oder hat man 18.000 Einwohnende und 8.000 Vollbeschäftigte, also da hat man... Diese Kompaktheit oder, und diese Qualitäten einer Nachbarschaft, wo man wohnt und lebt. Oder? Und hier hat man eigentlich wie das umgekehrte Verhältnis. Ich finde einfach schon, wenn man entscheidet, dass man zulässt, dass man Arbeitsplätze verdichtet. Und man sieht auch, wenn man die Topografie der Stadt Basel anschaut, bezogen aufs Arbeiten, hat man im Zentrum eine hohe Dichte und dann stechen aber schon so zwei Orte, stechen da auch raus, oder? Unter dem Gesichtspunkt wäre da schon zu thematisieren, dass man eigentlich in solchen Gebieten dann auch das Wohnen fördern muss, oder? Und wenn man natürlich Regeln hat, die das eine sehr, sehr leicht ermöglichen, und da bin ich nicht ganz einverstanden, du hast gemeint, das sei nicht demokratisch, also da gab es einen projektbezogenen Bebauungsplan und da wurde in dem Sinn schon... Also von den Politisierenden, das ist klar. Also, ja, aber ich glaube, die Stadt ist in dem Sinn ja... Also ich glaube, Roche hat für Basel schon den Stellenwert, wo auch die Bevölkerung dann... Um das ging es mir nicht, es ging mir eher um Wettbewerb. Aber ich möchte deinen Gedanken hören, genau, jetzt zur Stadtentwicklung. Genau, oder? Und da muss man halt einfach dann schon... irgendwie, wenn man A sagt, muss man auch B sagen, oder? Da muss man also als Stadt heute ein Nichtort.
Ja, so ist aus, nicht, deiner, aus deiner Perspektive, weil das Verhältnis ist, stimmt nicht. Das ist halt einfach eben eigentlich das Gegenteil verkehrt, oder? Man lässt die Höhenentwicklung zu fürs Arbeiten, aber man will dann nichts ändern am Wohnen, Gewerbe, oder? An den das Zugängen. Führt halt zu dem, was wir haben, dass man dann zersiedelt, oder? Weil wenn ich jetzt hier 10.000 Beschäftigte habe und 5.000, das ist jetzt auch nicht das Ziel, dass jeder direkt hier wohnt und arbeitet, aber wenn ich 20.000 hätte, wäre die Chance schon mal höher, dass der eine oder andere das eben auch in die Distanz hätte, dass man eine Erdgeschossnutzung hätte, die auch öffentlicher ist. Also, ich habe eine Idee. Genau, ja, also eine Erdgeschossnutzung. Nur als Beispiel, wenn man es da runterschaut, man könnte sich auch vorstellen, dass man da alles so Grünbereiche macht, ja, genau, dass man das völlig Platz integriert in diese ja, Kleinstrukturen. Das planen die, glaube ich, auch. Oder das finde ich gar nicht so schlecht, wenn man das wirklich radikal begrünt, genau, und irgendwie da noch andere Nutzungen reinbringen könnte. Ja. Zum Beispiel, wir müssen immer in die Zukunft denken und positiv denken, weil wir können ja nicht immer sagen, das ist alles scheiße. Aber man muss doch hier auch realistisch sein. Das ist privater Grund und das würde ich als Bauherr auch nicht zulassen wollen. Gerade dort, wo Innovation und Forschung, wo Patentschutz da ist, würde ich nie zulassen wollen. Und auch zu Recht. Nein, es geht ja nicht um Patentschutz. Ich meine, es gibt ja schon auch Beispiele, die eigentlich privat sind und dann irgendwie öffentlicher sind als das. Also, Beispiel? Ja, das Rockefeller Center, oder? Ja. Also das ist ja auf 9 Hektar, also ein bisschen weniger wie da, hat der höchste Turm ist 84 oder 85 Geschoss, also doppelt so hoch. Da gibt es ja schon eine Öffentlichkeit, oder? Man kennt den Christbaum, man kennt das Eisfeld, Erdgeschossnutzung, teilweise Verkaufsfläche, man hat Hotel, man hat Gastronomie. Also nicht, dass es wirklich vergleichbar ist, weil es ja nicht für ein Unternehmen gebaut wurde. Es wurde von einem Unternehmer gebaut. Aber das ist ja ein Spekulationsobjekt gewesen. Das Rockefeller Center ist ein reines Spekulationsobjekt gewesen. Und seit 100 Jahren ist es voll vermietet. Ja, es gab schon auch mal einen Bankrott dazwischen, aber ja, es ist auch nicht in dem Sinn, dass Transformation, was sind Gebäude, wenn solche Gebäude hergestellt werden, also solche Hochhäuser, geht es auch um die Langfristigkeit. Also wie können wir diese Türme, darüber hat kein Mensch gesprochen, umnutzen, also wie ist das Fachwort, es gibt doch, also wie jetzt Hochhäuser, die Substanz, die graue Energie, merci Max, genau. Die graue Energie. Darüber hat sich kein Mensch unterhalten. Was wird passieren in 20 Jahren? Wie können die eben transformiert, umgenutzt werden? Weil heutzutage wissen wir das, dass die darüber nicht nachgedacht wird. Ja, das wissen wir, weil wir uns vorbereitet haben für diese Sendung. Und das ist ganz, also ich finde solche Punkte, es geht um die Permeabilität, also die Durchlässigkeit von öffentlich und privat. Das ist das neue Thema. Ich bin überzeugt, die kann man transformieren. Ja. Bin ich überzeugt, also weil statisch, es geht ja um die Statik. Es geht auch aber um es geht nur um die Statik. Statik, es geht um den politischen Willen. Es geht darum, wie öffentlich, privat. Aus jeder Hütte kannst du die Fassade runternehmen, ja, weil die Statik stimmt in den meisten Häusern. Also so, ja, aber die Gebäudetiefe könnte schon noch schwierig sein. Spielt doch keine Rolle, da kriegt man immer was hin. Der Optimist Max, der hier die Optionen sieht, aber doch nochmals kurz auf deinen Vorschlag. Man müsste doch das Ganze begrünen. Die Architekten und Hoffmann LaRoche haben sich dahingehend ja auch Gedanken gemacht mit dem dritten Turm, den sie ja jetzt auch planen. Die Idee war ja ursprünglich 3 kleinere, höhere Häuser, glaube ich, bis zu 100 Meter. Die hat man jetzt radikal quasi wieder weggedacht und einen Turm anstelle jetzt angedacht, wo dann entsprechend Grünraum geschaffen wird. Und das wäre dann, Max, vielleicht doch in deinem Sinne. Und es gäbe dann vielleicht auf der Uferpromenade eine Erweiterung auch für die Öffentlichkeit, wo die Promenade besser genutzt werden kann. Klammer auf, man ist sich immer noch nicht ganz so einig, wie öffentlich das Ganze sein sollte. Aber ich meine eben so wegen Patente, also die werden ja nicht auf den
Ja, auf der Wiese geschöpft. Also ich meine, die Häuser haben Türen und da braucht es ein Badge. Also von dem her. Natürlich, also mein Patent ist ja nur eine Metapher dafür, ja, dass eine gewisse Privatheit ja, auch da sein sollte. Ich meine, ABB, Alstom, G, whatever that is in Baden jetzt, oder? Also das war ja auch mal hermetisch abgeriegelt, genau. Da wurde produziert. Das war aber auch vor allem, weil es auch gefährlich wäre, da durchzugehen. Das ist jetzt ja auch noch nicht in einem wirklich grünen oder ausgewogenen Zustand. Ich aber möchte aber gerne hier, Jacqueline, bei dir nachfragen. Du warst ja bei der Firma Novartis engagiert als Kuratorin für die Kunstsammlung. Und dort ist ja auch eine andere Idee entstanden, wo auch gerade das Grüne ein wesentlicher Teil. Ja, es war genau der Unterschied. Dann finde ich interessant diese zwei Methoden. Das eine war von Vittorio Lampugnani geplant. Der Masterplan war so, dass es am Anfang eigentlich einen Park gibt, den Günter Vogt gemacht hat, und dann hinten mit niedriger Traufe, also ich glaube 24 Meter, eine ganze Zeile von Gebäuden von verschiedenen Architekten gemacht. Aber der Park war auch nicht öffentlich gedacht, weil man wollte den Park als Arbeitsplatz sehen, nicht nur als Erholung, mhm, sondern zugleich in frischer Luft arbeiten können. Und das heißt eben, das war dann auch zu, weil da kann nicht noch Fußball gespielt werden oder Federball oder was alles. Und auch die einzelnen Gebäude brauchten anderen Schutz, oder wenn da alle reinspazieren in Forschungsinstitute und so. Also es war, jetzt ist es ja anders, aber es löst sich ja jetzt auch alles anders auf. Eben. Ja, die Frage ist, aber es ist eben es ist sehr gut angelegt worden, dass es sich eben auflösen kann. Das ja, finde ich. Also ich möchte mal eine andere Frage stellen. Ja. Wenn ich die Türme anschaue, hat natürlich architektonisch, skulptural eine unheimliche Wirkung für die Stadt Basel. Und ich würde als Novartis denken, warum muss jetzt die Konkurrenzfirma sich so darstellen und wir so zurückhalten? Nur als Beispiel. Ja. Man könnte ja auch so Fragen stellen. Oder ja, warum könnte, ich rede jetzt von den Architekten, die daran gearbeitet haben, und jetzt die Architekten, die sich so darstellen, bezogen auf Hoffmann La Roche und bezogen auf die andere Firma. Als Politphilosophin die Frage der Repräsentation. Genau, also da würde ich tatsächlich sagen, sorry, wir brauchen keine Schwanzvergleiche mehr, wenn ich gerade so direkt und bösartig sein kann. Ja, aber das sind Geld, lasse ich nicht gelten. Prinzipiell lasse ich das nicht gelten. Nein, ja, aber also wenn es darum geht, um die Repräsentation, ich finde das an gebaute, geballte Macht im 21. Jahrhundert der neuen Transformation von einer digitalen und einer realen Welt, der Durchlässigkeit, der Ökologie, der demokratischen Partizipation erfordert tatsächlich andere Konzepte und auch Realisierungen als das, was wir jetzt diskutiert haben. Max, ich habe das Gefühl, du idealisierst noch die Industrie und ich finde das total wichtig. Du hast recht, aber die Schweizerhalle, also Roche ist in Indien. Entschuldigung, ich idealisiere nur die urbane Stadt. Ja, aber idealisiere die urbane Stadt mit unterschiedlichen Funktionen einer Stadt. Voll bei dir. Weil man sieht ja selber hier der Maßstabsprung, Entschuldigung, wenn ich von so einer Stadt, der Maßstabsprung, da sieht man ja die kleinen Häuslein da unten stehen, also halbe Villen stehen da rum, wo sie verteidigt werden durch die Bewohner noch. Und auf der anderen Seite diese riesen Anmaßung von 70er-Jahr-Ideologie. Als Architekt muss ich schon sagen, ist super. Ja, ja. Aber 70er-Jahr, skulpturale Architektur, weiß ich nicht, ob das die Zukunft ist. Genau, das weiß ich nicht, ob das die Zukunft ist. Ich glaube niemals, dass wenn ich jetzt mal auf die Renaissance, ich gehe jetzt mal auf die Renaissance zurück. Weil da gab es auch Stadtkonzepte, die waren hochinteressant. Ja. Und da kann man heute noch in Italien, in vielen anderen Ländern auch die Renaissance-Architektur anschauen, wo auch
eine Ausstrahlung von Macht hatte nebenbei. Kommen wir zurück von der Renaissance in die Neuzeit. Jacqueline, du wolltest noch. Es ist ja hier jetzt nicht ein Triumphbogen entstanden, ein Titus oder Dings. Da ist, passiert ja was drin, da muss man nicht unten durchkriechen, oder nur. Sondern da arbeiten so und so viele tausend Menschen in einem Gebäudekomplex, wo man doch, auch wenn man auch mal 10 Minuten zu Fuß hingehen muss, ist es ja nicht so wahnsinnig. Ich meine, wahnsinnig privilegiert, sogar mit der Fähre kann man zur Arbeit gehen, hier, wenn man auf der anderen Großbasler Seite wohnt. Also es ist ja unglaublich zugänglich. Und das ist ja eine seltene Chance, dass eine Stadt sich so etwas überhaupt erlauben kann. Was ist die Alternative? Raus aufs Land mit dem Ganzen? Nicht? Und nein, es geht um die Form. Also ich möchte darüber nachdenken. Ja. Nur damit mein Punkt verstanden wird. Öffentliche Räume, Demokratien, partizipative, ökologisch-soziale Räume. Und das weiß der Max hervorragend. Das sagst du ja in allen deinen Stadtentwicklungen. Die erfordern auch, und wenn es um Demokratie geht, die erfordern andere Formen, als wenn wir quasi feudal, prädemokratisch oder prädigital, klassische 1970er Jahre oder eben so die fallische Architektur immer wieder repetieren. Also hätte ein Architekturwettbewerb das Problem gelöst? Finde ich tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob das ein Problem gelöst hätte. Es hätte tatsächlich, wie bei all diesen 550 Millionen Projekt war der erste Turm und dann eben jetzt ungefähr 1 Milliarde, hätte tatsächlich eine andere Dynamik reingebracht. Ah, die Basler mögen das. Es ist ja nicht, es geht nicht ums Mögen, es geht darum. Aber ich möchte sagen, ein Wettbewerb hätte das auch nicht, weil die Masse ist aber gesetzt gewesen, ein Wettbewerb hätte nur mehrere Ideen gebracht, aber mehrere Ideen müssen ja nicht aber unbedingt besser sein. Nein, aber die Diskussion, oder die Diskussion, die wir es ist interessant, Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche, die Basler mögen es. Wir hatten eine entsprechende Straßenumfrage im Vorfeld unserer Sendung gemacht und die war doch schon noch interessant. Sie ist nicht repräsentativ, aber sie zeigte doch auf, dass ganz viele sich an solche Bauten dann auch gewöhnen, ganz einfach. Ja. Und dann oft im Nachsatz kommt dann, es ist halt Roche. Es ist halt Roche und Roche ist halt in Basel überall präsent. Das heißt, sie ermöglichen in Basel auch ganz viel und dann nimmt man das halt so hin, auch in Basel. Man sieht jetzt, und damit möchte ich vielleicht auf den dritten Turm zu sprechen kommen, weil wir möchten über die Zukunft auch sprechen. Interessant, weil wir hier vielleicht auch noch Szenarien schaffen können. Die Widerstandskraft der Basel nimmt jetzt zu. Es gibt gewisse Petitionen, die laufen, vor allem auch das Thema Abriss, graue Energie haben wir schon gehabt, aber jetzt auch Abriss von historischen Bauten. Vielleicht ganz kurz, Regula, quasi Monopolisten in einem wirtschaftlichen Kontext, die machen und schalten, walten dürfen. Wie siehst du das als Politphilosophin? Es ist klar, das ist seit Hunderten von Jahren klar. Macht repräsentiert sich nur, Macht muss sich nicht legitimieren, Macht muss sich nicht erklären. Also wenn sie so hergestellt und dargestellt wird, das ist das Zeichen, das klassisch Max Weber. Wirkliche Macht ist die, die nicht transparent oder sich erklären muss, sondern quasi einfach drei Türme hinknallt. Aber ich finde eben deshalb, sage ich, das ist so ein Boomer-Projekt, oder? Also das hat mal funktioniert, diese Turmrepräsentation. Aber das Nachdenken darüber, ob es private Arbeitsplätze hat. Ich bin ja dafür, über Türme zu diskutieren. Ich finde Türme auch, ich bin nicht gegen für die Verdichtung. Ich rede nur für die Verdichtung. Ich bin auch für die Verdichtung. Dass wir die Landschaft, die Landschaft schützen und dass wir die Stadt wieder dichter machen. Ich bin völlig für Stadtentwicklung und wenn ich mir die drei Türme anschaue auf dem Bild, kann ich mir vorstellen, dass das eine Ergänzung ist, wo man auch unterstützen könnte. Weil nun mit diversen Nutzungen und nicht nur Heizmaß. Nein, mal dahingestellt von den Nutzungen. Ich rede jetzt mal architektonisch. Darf ich auch mal, oder? Architektonisch. Und ich finde aber, es ist ein Ensemble, wenn man von Ensemble-Gedanken
redet, finde ich tausendmal besser. Du hast das Rockefeller Center angesprochen. Das sind ungefähr sieben Häuser, die ein Ensemble bilden. Unterschiedliche Hoch. Unterschiedlich hoch. Und vor allem alles mit dem gleichen Material. Also Stein damals, 100 Jahre alt, sehr nachhaltig, nehmen wir gerade eins der nachhaltigsten Ensembles, die es gibt. Und darum bin ich eigentlich froh, wenn es einen dritten Turm gibt. Egal von dem, was ich sage, dass es halt ein bisschen 70er-Architektur ist, aber die Skulptur ist eigentlich ganz interessant und ich kann mit Bandfassaden nicht mehr so viel anfangen. Also was könnten die Optionen sein? Was könnten die Optionen für diesen Bau sein? Ja, der dritte Turm muss viel besser werden, architektonisch. Genau. Und dann finde ich das Bild eigentlich ganz in Ordnung. Also ich meine, es ist dann eine Denkpause vielleicht, ja, genau. Auch dieser dritte Turm. Ja, genau. Vielleicht auch von den Machern, von den Planern, ja. Und von Hoffmann-Laroche auch eine Idee mal, vielleicht mal zu skizzieren, wo es hingehen könnte. Wie würdest du das einordnen, Sibyl, wenn du jetzt hier Skizzen noch weiter zeichnen könntest? Wohin könnte diese Reise gehen mit so einem dritten Turm? Ja, die grundsätzliche Frage ist ja schon wir wollen ja nicht nur das Arbeiten verdichten, sondern auch das Wohnen. Und da ist jetzt der Rockefeller Center in dem Sinn ein schlechtes Beispiel, weil es ja auch eigentlich nur Arbeiten ist. Ja, sehr wenig. Ja. Und in dem Sinn auch Manhattan kein gutes Beispiel, weil eben da kann man auch, die Dichte fürs Wohnen ist sehr eingeschränkt und dann kann man nicht mal die Hochhäuser transformieren, weil das nicht rechtens ist. Und deshalb finde ich, muss man das schon in einem größeren Maßstab sehen als das Areal alleine, oder? Und das Areal ist ein Teil. Und dann muss man sich, finde ich, schon Gedanken machen als Stadt Basel, wie dieses, auch wenn man jetzt eben einen Bahnhof plant, oder wie das entwickelt werden soll, als Nachbarschaft, als Quartier, dass das ein Bestandteil des Raumes und vielleicht eben auch öffentliche Funktionen übernehmen kann. Also wenn man jetzt eben sagt, ja, der Park ist so gesehen ein Trade-off oder ein Geschenk für das man in die Höhe kann. Ist noch nicht sicher, ob und es gibt ein denkmalgeschütztes Gebäude, das abgerissen werden soll. Ja, mehrere eben. Also geschützt sind sie, glaube ich, noch nicht wirklich. Aber denkmalgeschützte Gebäude, die abgerissen werden sollen. Und wenn ich denke, wenn ich irgendeinen Dachstock ausbauen will oder auch nur Solarpanels machen will, je nachdem, wo ich das tun will, habe ich jahrelange Wartezeiten oder eine Bürokratie, wo ich nicht atmen kann, also überhaupt nichts transformieren kann. Aber hier offensichtlich ist es möglich, mit der unbestrittenen Privatmacht denkmalgeschützte Gebäude abzureißen, mit dem Hinweis, wir machen aber dann ein bisschen eine grüne Lunge, wenn wir schon die grüne Lunge... Also aufgepasst, es ist inventarisiert. Inventarisiert, das heißt, um das richtige Wort zu gebrauchen. Genau. Ich nehme das einfach nur als Beispiel, von um ein bisschen darüber nachzudenken. Genau. Ja. Das von Rohn. Von genau. Rohn. Roland Rohn, der Nachfolger von Herrn Salvisberg, der Corporate Identity, ich sage jetzt mal die Corporate Identity-Linie von Roche in den 30er Jahren geprägt hat. Und ich möchte vielleicht doch noch ganz kurz auch eine Lanze brechen für die Architekten, die hier diese beiden Türme gebaut haben. Du hast immer wieder von den 90er und 70er Jahren gesprochen, die Architektur aus dieser Zeit. Der Bau 1, also das erste Hochhaus, entspricht genau der Typologie, wie der Masterplan von Salvisberg ursprünglich mal angedacht hatte. Hier haben wir es auf dem Bildschirm ein. Gut, aber dann die Höhenentwicklung. Genau, aber das ist vielleicht die moderne Antwort darauf, dass man halt jetzt verdichtet in die Höhe. Aber der Grundriss, also die Grundrisstypologie, die stimmt nach wie vor. Finde ich auch. Und für Bau, also Roche Tower 1 wie Roche Tower 2. Sie sind identisch. Klar. Also von daher, wenn wir schon von Nachhaltigkeit sprechen wollen und Masterplan und Einbettung in Corporate Identity, inklusive der weißen Fassade, haben die Architekten einen guten Job gemacht. Ja, und ich meine, was für Architekten sind sie ja? Ich meine, haben sie immer extrem angepasst an eine Situation und so. Und auch in der Sprache ist sich angepasst. Und zudem die Familie, das ist die Roche und Familie Hofmann-Hörie. Ich meine, das ist eine hochkultivierte Familie, die nicht irgendwie hier klotzt wie blöd, um ihre Muskelspielchen zu machen. Okay. Und doch möchte ich jetzt ins Feld führen,
werden historisch wertvolle Bauten doch zur Disposition gestellt. Meine Frage ist, warum, jetzt begreife ich auch diese Horizontalität von den großen Türmen, die ist einfach weitergebaut. Finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant, wenn ich das, ich habe die Geschichte zu wenig studiert, muss ich ehrlich sagen, aber warum lässt man so einfach nicht stehen und den, versucht man den dritten Turm irgendwie zu integrieren in ein anderes Baufeld, zum Beispiel? Ja. Wenn, weil der Lageplan, der ist ja richtig interessant. Richtig. Wenn ich da, ja, man kann, also eben, aber du, um jetzt das kommen wir langsam es dahin, ja. Dass es eigentlich geht ja alles, darum, dass wir einfach jetzt kommen eine Diskussion dahin, jetzt kommen dahin. Ja, ja. Wir zwei kommen dahin, ja, mit dir zusammen, mit dir zusammen. Ja. Dass es alles richtig ist, was die Türmer gemacht haben. Auch die Höhe und alles. Und die Fassadengliederung, wenn ich von Fassadengliederung anschaue, ist es auch richtig, wenn der Salvisberg alles horizontal gemacht hat, wie aus den 20er, 30er Jahren, dann kann ich mir vorstellen, dass man die 70er Jahre dann auch noch, auch noch aufnimmt und dann so weiterentwickelt. Genau. Ich finde das bis zur heutigen Situation. Also typologisch ist es fast schon quasi mit der Zeit gehen. Ja, mit der Zeit gehen. Und ja. Doch, glaube ich, Regula, bist du immer noch nicht ganz einverstanden und überzeugt von diesem Argument. Nein, also vor allem, also schau doch auf die Wirklichkeit. Also die Begründung, oder wir reden von Möglichkeiten, die dieses Areal eröffnet. Die Kritikpunkte sind immer noch nicht belegt. Wir wissen nicht, ob der dritte Turm, wenn er kommt, quasi wirklich die Nachhaltigkeit, die sie immer versprechen. Es gibt ja, die Berechnung der Nachhaltigkeit ist eine technische und eine materialbezogene Nachhaltigkeit, aber keine gesellschaftspolitische, keine ökologische, keine Diversität im Wohnraum, Gewerberaum, in der Stadt. Was wäre denn eine gesellschaftspolitische Nachhaltigkeit? Kannst du das ganz kurz sagen? Ja, also ich bin immer für eine Demokratisierung der existierenden Demokratie. Und heutzutage, wenn wir schon in Zürich davon reden, dass der Zugang zum Zürichsee für alle zugänglich ist, oder? Also was große Probleme für PrivateigentümerInnen geben wird, dann finde ich, müssen wir eben auch diese Diskussion führen, nicht nur über die Architektur oder Ästhetik, sondern über die gesellschaftliche und ökologische und sozialpolitischen Sinn dieser drei Türme. Und da bin ich noch nicht so harmonisch, wie der Max es gerne hätte. Mhm. Aber was würdest du vorschlagen? Nee, ich habe dazugelernt. So ja, muss man sagen. Ja. Auch was du gesagt hast, was alle, ich habe dazugelernt, weil ich denke mir, man könnte ja positiver diskutieren, dass man versucht, irgendwie in den dritten Turm zum Beispiel Wohnen reinzukriegen, nur als Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man mit Hoffmann LaRoche redet, das wäre deine Aufgabe, dass man mit als Ex-Baslerin oder als kultivierte ja, Ex-Baslerin, stopp, als Ex- Campus, und dann könntest du mit Hoffmann LaRoche reden, dass man überlegt, dass man da Wohnen reinbringt, zum Beispiel in den oberen Etagen, nur als Beispiel. Ja, aber bei Forschen und so ist es schwierig. Ja, gut, aber du musst ja nicht der gleiche Eingang, aber das wir können ja schon, unterschiedliche Eingänge machen. Das ist und alles, alles total, möglich, ja. Das ist alles möglich. Ich meine, das wäre doch mal so ein Konsens irgendwie, wo in die Zukunft reicht. Ich rede es nur für dich. Nein, Sie gehen. Ich würde gerne Sibyl noch das Wort. Der Punkt ist ja schon der, oder? Da konnte man mal 5 oder 6 oder 8 Geschosse bauen, oder? Und jetzt kann man 40 auf der gleichen Grundfläche, oder? Das heißt, man hat schon eine Mehrausnutzung. Und wenn man jetzt mit dem dritten Turm von der gleichen Bruttogeschossfläche redet, oder? Aber ein Verhältnis von Nutzfläche zu Nichtnutzfläche von 50-50 hat, dann hat man dann auch in der Summe beim Hochhaus 25-30% mehr Platz für Beschäftigte, oder? Und skaliert dann wieder das Missverhältnis von Wohnen zu Arbeiten hoch. Ich finde einfach, man muss diese Dimension einfach berücksichtigen, dass wenn man Höhenentwicklungen zulässt, also wenn man 3 Bürotürme hat, dann bräuchte man 15 Wohntürme. Wer finanziert diese 15 Wohntürme? Das ist wahrscheinlich nicht mal wirklich das Problem, oder? Wie die finanziert werden. Die Frage, das Problem ist, die Fläche. Wo will man die hin tun, oder? Und was ist mit was zu ersetzen, oder? An ist es zu ersetzen, oder? Und einfach diese Dimension, die vermisse ich in der Diskussion, oder? Ob man jemandem zugesteht, 40 Geschosse zu bauen auf einer Fläche, wo früher 5 waren,
oder nicht, oder? Und dann ist eigentlich schon ein Hochhaus, kann man sagen, wenn man jetzt so Hochhausrichtlinien hat, ein Fünftel der Fläche ist fürs Arbeiten und vier Fünftel sind fürs Wohnen. Und dann ist in dem Sinn, stimmt das Verhältnis wieder. Aber als Raumentwicklerin weißt du doch auch, dass Wohnhäuser viel schwieriger zu finanzieren sind als Geschäfts- oder auch Investoren zu finden, die Wohnhäuser bauen. Geschäftshäuser sind viel einfacher. Na, das würde ich jetzt so nicht sehen. Also das ist definitiv nicht so mehr der Fall. Das war vielleicht mal so, als Wohnen noch nicht so teuer war. Also so 100 Meter Türme, das ist kein Problem. Okay. Also dann doch vielleicht doch nochmals die Frage von Demokratie und Privatem. Als privater Bauherr kann ich doch machen und walten, so gut es geht in der Bauordnung, was ich will. Ja, aber das ist ja nicht Bauordnung, oder? Also das ist Das ist eine Sondergenehmigung. Ein Bebauungsplan, ja. Wo ein Konsens darüber war oder ist, dass man diese Freiheiten zulassen will. Und dann muss man, finde ich, schon sich überlegen, was mit dem Rest darum herum oder der Stadt, was man da für künftige Regeln und Gesetze für andere Funktionen für und so weiter zulassen will. Von großer Bedeutung, wenn Sie sagen können, wir planen auch Wohnungen. Ich meine, das wäre eine Image-Sache für Hofmann-La-Roche. Ich meine, das hat schon eine Wirkung auf die Umgebung und Wirkung auch auf die Stadt und eine Wirkung, wenn groß in der Zeitung steht, Hofmann-La-Roche denkt auch an die Bevölkerung und versucht, ein Mischgebiet draus zu machen mit einem Wohnturm oder einem Teilwohnturm. Das wäre ja auch mal, das ist ja nur eine Frage der Kommunikation. Die Finanzierung ist sicher nicht die Frage bei Hofmann-La-Roche, sondern mehr Image-Sache. Aber hat sie das nötig? Weil sie engagiert sich in so vielen Gebieten, ja, inklusive sozialen Wohnungsbau. Das wäre vom Image her aber schon. Also, Entschuldigung, Max. Ja, nee, es wäre einfach eine Möglichkeit, aus diesem Monokultur da ein bisschen was Vielfältigeres zu machen. Aber das war das Votum von Jacqueline. So einfach geht das nicht, wenn man die Campus-Situation anschaut bei Novartis. Ja, also es kommt darauf an, zu welchem Zweck diese Türme sind, genau nicht. Und da in gewissen, also im Campus war klar, man macht relativ dünnhäutige Gebäude, aber man schützt das Areal nicht. Weil die Forschung muss geschützt sein, das ist in jeder Beziehung. Gut, aber jetzt kann man ja rein, oder? Bitte? Jetzt kann man ja zumindest tagsüber in große Bereiche, ist es öffentlich in diesem Zugang? Jetzt geworden, ja, weil auch viele Sachen jetzt ausgesourced werden. Nicht das, was ist die Alternative? Das, was wir gesagt haben mit dem Wandel der Arbeit und dem Wandel der Forschung, die findet eben nicht mehr wie vor 50 Jahren in den Laborgängen, sondern die findet hubmäßig, also du hast die Digitalisierung, die digitalisierte Forschung und dann triffst du dich hubmäßig in einem Kommunikationsraum. Sei es ein Park, sei es ganz andere Flächen, sei es an ganz anderen Orten. So funktionieren sehr viele moderne Forschungslabor. Schon. Also die Stätten des Wissens haben sich wirklich sehr verändert, flexibilisiert und architektonisch manifestieren sie sich völlig unterschiedlich. Das ist ja eine der großen Third Places, oder? Genau. Wie man sie Third dann nennt, places, oder? Ja, genau. Das Café im Erdgeschoss. Aber wir können es auch so noch was formulieren. Das Bild noch mal anschauen. Wenn man da zum Beispiel einen Wohnturm hinkriegen würde, ja, aber einer ist ja ein aber Witz. Aber mal dahingestellt, ob es ein Witz ist oder nicht. Okay. Mal dahingestellt. Ja, aber man muss doch größer denken, Max. Das ist doch hier nicht so. Und das wäre doch mal, stopp. Und das wäre doch, Entschuldigung. Und das wäre doch mal was, eine Idee, wo wir da alle vielleicht leben könnten, wir fünf am. Ja, aber müssten wir nicht noch darüber hinausdenken, über das Areal hinaus? Der Raumplaner hat immer die Idee, dass man immer alles einbezieht. Da sieht man ja, was rauskommt, wenn die Raumplaner, Entschuldigung, das ist besonders. Kein Raumplaner. Ja, aber die Raumplaner, wenn die Raumplaner, sag, du weißt, dass du kein Raumplanerin bist. Aber schau doch mal an, was rauskommt in der Raumplanung, wenn die Stadt da anschaust. Und dann finde ich das Bild tausendmal besser mit drei Türmen, wenn da eine andere Funktion reinkommt, als Ensemble für dieses wunderbare Firmenareal von Hofmann-La-Roche. Also ich übersetze dich,
90er, 70er Jahre Industrie-Schick, ich erlaube mir das so zu formulieren, hin zu Max Dudler, der jetzt sagt, das könnte Avantgarde sein für die Zukunft. Sehr gut, auch gut ausgedrückt. Ich möchte gerne in eine Schlussrunde kommen, aber möchte jetzt doch nochmals ganz konkret das fixiert haben. Also Sibyl, du beschäftigst dich ja tagtäglich mit solchen Ideen und Konzepten. Was könnte jetzt hier doch mal, wir haben ein bisschen jetzt versucht zu spielen, konkret für die Zukunft dieses Areals für Skizzen da sein? Wir haben einen Vorschlag von Herzog und Dömerow, der mit Hoffmann-La-Roche abgesprochen wurde. Man bezeichnet, glaube ich, hier in Basel auch diese Region oder dieses Areal auch schon als Roche-Hatton. Was könnte dein Roche-Hatton sein? Ich finde einfach, man muss als Stadt Basel muss man sich überlegen, was dahinter ist. Also soll das so bleiben, wie es ist, oder soll es auch mehr Wohnraum geben? Und wenn es mehr Wohnraum geben soll, in welcher Form soll der entstehen? Welche Höhenentwicklung soll das haben? Was ist öffentlich, privat? Ob es wirklich öffentlich oder also wem gehört es? Oder wie ist die Ausgestaltung des Außenraums? Er kann ja privat sein und trotzdem sehr öffentlich wirken, oder er kann öffentlich sein und trotzdem sehr privat wirken. Ja. Ich glaube, diese Frage muss man eben halt, finde ich, schon über das Areal hinaus sich machen, weil man eigentlich ja, glaube ich, also jetzt schon ja 10.000 Beschäftigte hat und 5.000 Einwohnende und eigentlich die Stadt Basel viel mehr Einwohner bräuchte, um nicht dieses Pendelaufkommen weiter zu fördern. Und Deshalb muss man eben im größten über Areale hinaus denken. Aber das müsste dann heißen, massiv nachverdichten. Ja, das heißt massiv. Ich brauche ja dann eigentlich einfach nur dreimal mehr Einwohnende, als man Aber jetzt das hat. Problem ist, von den Oder ganzen viel, also europäischen Städten, von den größeren Städten, die haben alle einen unheimlichen Zuwachs. Ja, das ist so. Weil man Arbeitsplätze geschaffen hat, oder? Also ich meine, das ist einfach nicht parallel entwickelt worden, oder? Und das sieht man in allen europäischen Städten, das finde ich auch richtig, dass die Industrie wieder in die Stadt, also die Arbeitsplätze in die Stadt reinkommen. Die Arbeitsplätze sind ja da, die sind ja auch gewachsen. Ich finde einfach, man muss ehrlich sein. Und wenn man von nachhaltig redet, ist es nicht nachhaltig, an einem Ort sehr viele Arbeitsplätze zu haben, da Regeln nach dem Gusto der Arbeitsplatzförderung zu schaffen und aber dann bei der Wohnraumförderung mit einer anderen Elle gemessen wird. In jeder Stadt fehlen Wohnungen. Ja, eben, aber das ist ja nicht... Das ist ein Riesenproblem. Genau. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass weil die Arbeitsplätze in der Stadt sind, sondern weil viele Leute auch in die Stadt gehen wollen, um da auch zu leben. Ja. Das ist ein großer Unterschied, ob man sagt, dass der Mensch nur an den Arbeitsplätzen nachgeht, sondern es gibt auch Leute, die in die Stadt gehen, dass sie toll finden, dass sie Kultur erleben können, sie können in Theater gehen, sie können, wir haben ein ganz anderes Lebensgefühl in den Restaurants, in den Bars, darum gehen die in die Großstadt. Genau, deshalb muss man Wohnraum bauen können. Ja, genau. Wir haben jetzt bis anhin, wenn wir von der Zukunft sprechen und jetzt die Skizzen, ich glaube, über die Nachverdichtung sind wir uns einig, die Ausgestaltung, da gibt es vielleicht noch verschiedene Nuancen, die man noch weiter diskutieren müsste. Wir haben jetzt sehr elegant umschifft die ganze Frage eben doch nochmals, wir haben es ganz kurz angesprochen gehabt, des Abrisses von historisch wertvollen Räumen und Gebäude auf diesem Areal. Jacqueline Burkhardt, du als Kunsthistorikerin, kannst du das auch noch ganz kurz kontextualisieren und deine persönliche Einschätzung dazu abgeben? Ja, ich habe lange in Rom gelebt und ich war immer fasziniert von den Überschichtungen und das Integrieren. Man hatte zum Beispiel im Teatro Marcello hatte man eine Garage beispielsweise, nicht einem römischen Theater, und dass man mit der Substanz, der alten Substanz umgehen kann. Natürlich ist das nicht in jedem Fall möglich und es kommt immer darauf an, was kommt dann anstelle. Nicht, wenn es ein kulturelles Down gibt nachher, ist es furchtbar bedauerlich. Nicht, aber manchmal muss man etwas opfern, wenn es mindestens oder noch hoffentlich noch wertvoller dann drauf wird. Das ist etwas, was mir am Herzen liegt. Man kann sicher nicht alles bewahren. Und ich
kann es jetzt kunsthistorisch zu wenig einschätzen, welche Bedeutung hat jetzt Salvisberg, dieses Gebäude, speziell für die Kunstgeschichte oder Architekturgeschichte. Und eben, wie gehen dann Herzog de Meuron um mit solchen Formen und Ideen von Salvisberg? Was wächst daraus hervor? Nicht? In Rom ist die Renaissance hat wesentlich zu tun mit der Antike. Nicht? Was hat sich entwickelt aus dem? Nicht? Und muss dann dazu das Objekt geschützt werden? Oder kann es ein anderes Leben haben? Nicht? Das sind Fragen, die man jedes Mal punktuell für das Objekt stellen muss. Aber schlimm ist der Abfall der Qualität. Das ist das Traurigste. Und das sollte nicht geschehen, wenn etwas so Wert hat. Also du gehst jetzt in diesem konkreten Fall eine Wette mit der Zukunft ein, insofern als das durchaus auch positive Akzente setzen könnte. Weil es bleibt spekulativ. Ja, ich glaube. Ich meine, wir haben es jetzt aufgedröselt, dass Salvisberg ist in diesen Türmen drin, oder? Und so gucken. Naja, aber jetzt müssen wir wirklich gucken, ob die Stadt in den Türmen drin ist. Und da möchte ich als Zukunftswissenschaftlerin schon sagen, es gibt auch eine Entleerung. Ich finde, das Loblied der Stadt ist ein Loblied der Demokratie, des Zusammenseins, des Wachsens zu einer Demokratie. Das ist tatsächlich so. Deshalb hieß es auch, Stadtluft macht frei im Mittelalter, weil das bedeutete, wenn man als Armengenössige ein Jahr ohne soziale Hilfe in der Stadt leben konnte, ohne zu betteln, ohne kriminell zu werden, kriegte man das Stadtrecht. Also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Die Zukunft der Arbeit, die Zukunft der demokratischen Partizipation, der ökologischen Neuorientierung, die ist hier in diesen Türmen und mit einem dritten Turm wahrscheinlich noch nicht, wenn es nicht wirklich eine Transformation gibt, die ist da nicht vorhanden. Und das muss mal festgelegt werden. Und diese Türme brauchen definitiv mehr Stadt. Herzlichen Dank, liebe Gäste, für das Kommen und für das Diskutieren. Geschätzte Damen und Herren, wir brauchen mehr Stadt. Wir werden bei Kritik am Bau demnächst mit einem weiteren Projekt aufwarten. Bleiben Sie dran. Danke vielmals fürs Zuhören und Zuschauen. So, wunderbar. Thank you.